Ja, Christoph Hück von WIR2020 hat so ein bisschen mehr über die Bildungsreform erzählt in einer neuen Sendung, die auf unsere Empfehlung News und Talks in der Playlist 5 reingetan hat, wo Sie ja immer das Neueste und Beste finden. Also diese Sendung ist durchaus diesmal erwähnenswert und wir werden jetzt den ersten Teil der Sendung dem widmen. Und allerdings wird da auch der Fehler deutlich, nämlich dass man eben wieder nicht dem Gebot gefolgt ist, das, was man da an Konzeptionen hat, im Rahmen des Themas Bildungsreform sozusagen in einen solchen Volksentscheid reinzustellen, was ja die einzige Aufgabe von Parteien der Zukunft sein sollte. Und damit präsentiert sich WIR2020 nach wie vor immer noch als Partei der Vergangenheit, wie leider auch die Basis. Und hier geht es nachher nochmal rum. Ich habe gestern vergessen, die linke Hälfte so etwas zu bearbeiten. Da werden wir uns gleich nochmal drum kümmern. Wahlprogramm ist gleich der erste Volksentscheid nach der Wahl. Und wir können jetzt auch deutlich machen, wie gefährlich das ist, was eben geschieht, wenn man als Partei wieder nach den alten Mustern der Altparteien agiert. Da agiert man nämlich dann wieder in die völlig falsche Richtung. Ich fange mal an zu erzählen, was aus dieser Sendung raus resultiert. Ja? Erstens, ich habe ja geschildert, wie gefährlich es ist, wenn eine Partei eigentlich nur ein Sprachrohr für die vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher gesellschaftlicher Sparten ist. Sie erinnern sich an, wenn nicht alle die letzten Sendungen alle schauen, ja, Sie erinnern sich, es geht darum, dass jede Sparte der Gesellschaft, und heute wird es um die Pädagogensparte gehen, um die um die Pädagogensparte, die Sozialsparten. Wir haben ja zurzeit die größten Probleme mit der Impf-, Pharma-, Masken-, Test- und Medizinsparte. Und wir haben doch jetzt erfahren, wie gefährlich die Sparten für uns sind, dass sie nämlich, da es im Gegensatz zum Mainstream wir ja das Wissen haben, dass es einen antikooperativen Anteil bei jeder Sparte gibt, sozusagen, während die Gesellschaft davon ausgeht, der Mainstream ausgeht, es gebe nur den kooperativen Anteil, also Impfkonzerne und Pharmakonzerne seien Engel in Weiß, ja, und wir haben doch erkannt, hoppla, Vorsicht, die Sparten manipulieren uns mit vorteilbringenden Irrtümern, die sie selber glauben. Die manipulieren quasi sich und den Rest der Gesellschaft. Dadurch geht es letztendlich darum, dass jede Sparte, und wir werden heute neu dazu nehmen, das Thema der Pädagogensparte. Wir haben ja schon über die Wissenschaftssparte gesprochen und ihre Tendenz, sich Vorteile auf Kosten der Gesellschaft zu verschaffen, ja. Und es geht immer darum, diesen großen Kuchen, der aus allen Sparten, aber auch aus denen, die nicht zu irgendwelchen Sparten gehören, besteht, daraus möglichst viel rauszufressen, sozusagen. Schluck Wasser. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Schluck Wasser. Ich habe ja deutlich gemacht, wie gefährlich es ist. Für die SPD ist das ja jetzt auch das Todesurteil gewesen, dass sie eigentlich ein Sprachrohr der Sozialsparten geworden ist, also deren vorteilbringende Irrtümer übernommen hatte. Ja, die SPD hatte mit Gerhard Schröder ja eigentlich eine gute linke soziale Politik gemacht und hatte die Zahl der Arbeitslosen reduziert. Aber den Sozialspartlern ist es gelungen, sozusagen den Gegenschlag zu tätigen und das als angeblich unsoziale Politik hinzustellen, weil es ja für die Sozialspartler, nehmen wir mal an, sie wären hier, extrem wichtig ist, möglichst viele Arbeitslose im Lande zu haben, damit sie genügend Sozialfälle und verwahrlosende Arbeitslose haben, die sie betreuen können als Arbeitsamtmitarbeiter und als Sozialberufler. Ja? Und dann haben also diese Sozialspartler wieder einen anderen Irrtum gehabt, nämlich jetzt, nee, dann müssen wir wenigstens jetzt den Mindestlohn einführen und Tariflöhne und Gewerkschaften sind sowieso gut und so weiter. Und dieser vorteilbringende Irrtum, der ja dann wieder garantiert, dass es möglichst viele Arbeitslose gibt, denn alle Leute, die den Mindestlohn und den Tariflohn nicht wert sind von ihrer Arbeitsleistungsfähigkeit her, die werden dann natürlich von den Unternehmen nicht mehr beschäftigt und landen in dem Mülleimer der Langzeitarbeitslosigkeit, ja, und sind damit dann zuverlässige Kundschaft für die Sozialspartler, die Arbeitsamtmitarbeiter und die Sozialberufler. Und genauso das Gleiche ist jetzt passiert mit WIR2020 EU, die quasi gekapert wurde, jetzt nicht nur von den Sozialspartlern, sondern auch, ich habe es schon angedeutet, auch von marxistoiden NGOs sehr viel gekapert wurde. Und eben jetzt wurde deutlich nochmal, wie stark sie auch von der Pädagogensparte gekapert wurde. Also wenn hier die Pädagogensparte wäre, die möchte natürlich auch am liebsten leistungslose Einkommen beziehen. Also wir müssen mal über das Wort leistungslose Einkommen, was ja auch im Wahlprogramm vorkommt, auch mal sprechen. Zumindest kommt es in einem der beiden Wahlprogramme vor, entweder bei die Basis oder bei WIR2020 oder bei beiden. Da geht es darum, im marxistoiden Sinne natürlich, da man ja sehr viel inspiriert ist von den vorteilbringenden Irrtümern der marxistoiden NGOs in Baden-Württemberg, sozusagen, besonders WIR2020 EU. Da ist es dann so, wir haben ja einen dieser Professoren kennengelernt, der eben auch ein marxistoider, ja ich würde sagen Pseudo-Experte war, in Wirklichkeit ein marxistoider NGO-Vertreter war. Und dieses Sprichwort sozusagen, leistungslose, hohe Einkommen hoch besteuern, dieser Umverteilungsgedanke ist in Wirklichkeit nur die Abwandlung des etwas aus der Mode geratenen marxistischen Sprechs, der da lautet, ja, Unternehmer, das sind ja Ausbeuter, leistungslose Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer. Da wird also das typisch marxistische ist so ähnlich wie das marxistoide, nämlich da wird immer die unternehmerische Arbeitsplatzschaffensleistung, die so unendlich wichtig für jede Gesellschaft ist, wird klein geredet und weggeredet und wird als leistungslos. Also es wird quasi deren Leistung abgesprochen. Ja? Und es wird dann nur wenn dann nicht sozusagen sofort mal ein Erbe sozusagen nicht sofort wieder neue Arbeitsplätze schafft, sondern vielleicht wirklich eine Phase hat, wo er vielleicht wirklich nur einfach Geld vergeudet oder konsumiert, also einfach nur eigentlich nichts Konstruktives für die Gesellschaft macht, dann wird dann immer gleich getan, dann müssen wir das sofort wegnehmen und die hoch besteuern und so weiter, anstatt zu sagen, warten wir doch mal ab, ob der nicht vielleicht in ein paar Jahren plötzlich wieder Tausende von neuen Arbeitsplätzen schafft, weil er erkennt, dass das ihn auch nicht befriedigt hat und weil sich dann vielleicht die Gene seiner Familie durchgesetzt haben, die immer Spaß hatten daran, neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit den Erfolg Deutschlands und die Stärke Deutschlands zu vergrößern. Ja? So, aber natürlich möchten jetzt, also wir haben ja das Phänomen auch in WIR2020, EU, dass es dort auch Heiler gibt, die gerne leistungslose Einkommen beziehen möchten. Natürlich auch jeder normale Arzt möchte natürlich auch gerne am liebsten leistungslose Einkommen beziehen, möchte nicht wegen seiner Leistung gemessen werden. Also all diese Sparten, also medizinische, Heiler, das anthroposophisch-pädagogische und so weiter. Alle möchten natürlich, haben eine gewisse Leistungsfeindlichkeit im Kopf, eine gewisse so eine Wegleugnung von der Bedeutung von Leistung und Wettbewerb und so weiter. Das geht sogar so weit manchmal, dass dann auch die reale Eroberungsbedrohung in der Welt verleugnet wird, so quasi nach dem Motto, es gibt eigentlich gar nirgends Leistung und Wettbewerb ist eigentlich völlig unwichtig. Die nordamerikanischen und südamerikanischen Indianer sind nicht deswegen von uns Europäern ausgerottet worden, weil wir zum Beispiel im waffentechnischen Leistungsbereich aus ja, vielleicht aus pathologischen Gründen, aber es spielt keine Rolle, warum. Wir waren einfach waffentechnisch überlegen und oder die Indianer waren waffentechnisch unterlegen und deswegen wurden sie abgeschlachtet. Also das zeigt jedem vernünftigen Menschen, dass wir Leistung und Wettbewerb und brauchen, mindestens um zum Beispiel eine hochleistungsfähige Defensivrüstung zustande zu bringen, die uns davor schützt, dass es uns genauso gehen möge wie Saddam Hussein, Irak, Gaddafi, Libyen und die Indianer und Indios, die uns alle ganz klar zeigen, dass das Abschlachten von Bevölkerungen und das Erobern von Kontinenten wie Europa, also es könnte ja sein, dass das nächste Eroberungsziel Europa ist oder und Deutschland ist, ja. Also deswegen und das Ganze ist wohl, dass diese anthroposophische Pädagogik, die sich also quasi reingedrängt hat in die Partei WIR2020 und diese sozusagen jetzt als Sparte der anthroposophischen Pädagogen und generell der Pädagogen und der Heiler, ja, die möchten jetzt natürlich leistungslose Einkommen. Und da haben wir ja schon mal gekontert und haben gesagt, nein, das spüren die Wähler, dass es hier darum geht, leistungslose Einkommen für bestimmte Sparten und Partikularinteressen sozusagen zu schaffen. Und das ist, dass wir eine Gesundheitsreform brauchen, die sich selbstverständlich auch für alle Wunderheiler öffnet, aber dann die Leistung jedes Einzelnen misst, in Leistungsranglisten veröffentlicht über den Bundeswahlleiter, über die Landeswahlleiter und so weiter, sodass die WählerInnen völlige Transparenz haben, wer welche Gesundheitsförderungsleistung hat und sich dann entsprechend für ihr Hausarztersatzteam ihrer Wahl entscheiden können, sozusagen. Und genau das Gleiche müssen wir auch bei den Lehrern tun, ja? Also es ist nicht alles verkehrt, was von WIR2020 kommt, sondern vieles ist auch ganz gut. Aber sozusagen bei der Bildungsreform, zum Beispiel das Konzept der Bildungsgutscheine ist ja sehr ähnlich dem, was die Next Scientists for Future wollen, nämlich einen offenen Wettbewerb, dass man eigentlich keinen Unterschied mehr macht zwischen privaten Schulen und staatlichen Schulen. Das ist uns auch, wäre uns auch genauso, wie wir keinen Unterschied mehr machen wie zwischen einem Wunderheiler oder einem Schulmediziner oder einem Heilpraktiker oder was auch immer, sondern wir messen einfach deren Leistung. Ja, wir öffnen für alle, messen aber die Leistung und machen gnadenlos Ranglisten, Transparenzranglisten, wo jeder Wähler, jede Wählerin sozusagen genau ablesen kann, welcher Lehrer hat die besten Ergebnisse und welcher nicht sozusagen. Also noch einmal, liebe Herren und Damen, Bhakdi, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuther, Rosen, nehmen Sie Einfluss auf Ihre Parteien, entweder WIR2020 oder die Basis, dass Sie eben zu einem Volksentscheid-Wahlprogramm hinkommen, zu dem neuen Muster der Partei der Zukunft, und dass Sie die Vorschläge oder die Expertenmeinung bestimmter Sparten nur mit Vorsicht nebeneinander stellen und besonders auch gegen die sparteninteressensfreien Next Scientists als Experten stellen, denn wenn es sich eine Partei hergibt, zum Sprachrohr einer Sparte zu werden, also hier einer Sparte zu werden, ja, dann ist sie verloren, weil die Bürger natürlich spüren, die WählerInnen natürlich spüren, dass hier Klientelpolitik gemacht wird, dass die SPD stirbt ja auch deswegen, weil die Bürger spüren, dass da die Sozialsparten quasi ihre Interessen verfolgen über die SPD als Sprachrohr sozusagen. Ja, und dass die Sozialsparten die SPD übermäßig gekapert haben und so weiter. Ja. Und jetzt, wenn also die WIR2020 zu stark von marxistoiden NGOs und anthroposophischen Pädagogensparten zu stark gekapert ist und zu stark von irgendwelchen heilpraktikermäßigen Wunderheilern zu stark gekapert ist, dann sind das zu sehr Partikularinteressen. Die gute Partei der Zukunft muss die Interessen der Wähler im Blick haben und nicht die bestimmter Sparten. Und insofern ist es zwar gut, wenn WIR2020 richtig sagt, wir müssen die Kultusministerien abschaffen, also die Bevormundung und das Reinreden in das, was ein Lehrer macht, das muss weg. Das muss sowohl im Gesundheitswesen weg, es darf da niemand, genauso bei der Medizin gibt es ja auch sozusagen Vorschriften, was der Schulmediziner tun und lassen muss. All diese Vorschriften müssen weg, das ist klar. Also der Arzt und jeder Wunderheiler kriegt völlige Behandlungsfreiheit, wird aber in seiner Leistung gemessen. Ja, schaffen keine Narrenfreiheit für Wunderheiler, sondern wir lassen die Wunderheiler unterziehen, die einer staatlichen Leistungsmessung. Und die eröffnet uns die Möglichkeit, ob der Wunderheiler wirklich tolle Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkungen bei seinen Kunden hat oder ob er schädlich ist. Und das wird in den Ranglisten ganz offen abgebildet. Also wenn jemand in einer Stadt die letzte Ranglistenposition, zum Beispiel die Ranglistenposition 500 einnimmt, dann wird jeder wissen, aha, das ist nicht in Wirklichkeit kein Wunderheiler, sondern ein Scharlatan oder ein Quacksalber. Ja? Und dann werden alle Kunden abwandern und Richtung derer, die zu den Top 10 einer Stadt gehören zum Beispiel, werden die abwandern. Ne? Und das ist dann auch gut so. Ja? Und genauso müssen wir das ist vollkommen richtig, wir können die Kultusministerien einsparen, denn jeder Lehrer wird sich in Zukunft in einer Leistungsrangliste finden, in einer deutschlandweiten Lehrerleistungsrangliste finden und sozusagen, und dann kann sich jede Schule, egal ob privat oder staatlich, kann sozusagen sich die Lehrer mit den höchsten Ranglistenpositionen versuchen, zu sich hinzuziehen sozusagen. Und am Ende, aber dazu darf ich nicht eine solche Leistungsfeindlichkeit im Konzept haben und eine Wettbewerbsfeindlichkeit haben, die sich zum Beispiel in solchen Ideen wie keine Schulnoten, ja, also keine Schulnoten, das klingt nach einer leistungslosen Situation für die Schüler. In Wahrheit läuft es aber auf ein leistungsloses Einkommen für die Lehrer hinaus, nämlich eine Narrenfreiheit. Das erinnert uns an die Wissenschaftsfreiheit. Ja? Wir müssen aufhören mit solchen Narrenfreiheitsräumen, in denen sich dann in Wirklichkeit ein leistungsloses Einkommen. Es wird keine Leistung mehr für die Gesellschaft erbracht, sondern man kriegt sein Geld so, weil man ja die Wissenschaftsfreiheit hat. Und jetzt haben wir dann die Pädagogenfreiheit. Das ist dann die Narrenfreiheit für die Lehrer, alles und nichts zu tun. Das müssen wir beenden. Ja, also, ja. Nochmal langsam jetzt, ja? Bitte schneller drehen, das Tempo. Also nochmal. Also, ganz gefährlich ist also dieser anthroposophisch-pädagogische und wunderheilermäßige, leistungsfeindliche Wunsch nach den leistungslosen Einkommen für diese Sparten. Das sind vorteilbringende Irrtümer, die hätten die Parteien nicht kapern dürfen. Die haben quasi die Parteien übernommen und das ist schlecht, weil das nicht taugt für eine große neue Volkspartei der Zukunft. Ja? Das geht nur über dieses System, ich habe es vorhin schon gezeigt, das geht nur über das System der Volksentscheide, wo die verschiedenen Expertenreformvorschläge nebeneinander stehen. Da drängt sich sicherlich immer auch mal ein vorteilbringender Irrtum einer Sparte rein. Aber das ist ja dann wäre die Aufgabe von den Next Scientists for Future, das dann immer in den entsprechenden parteiinternen Talkshows zu diskutieren und aufzudecken, ja hoppla, das ist eigentlich kein richtiger Reformvorschlag, sondern das ist ein vorteilbringender Irrtum einer bestimmten Sparte und der würde den Wählerinnen schaden, wenn er umgesetzt würde. Ja? Und also Kultusministerien abschaffen, das ist selbstverständlich, ja, denn jeder Lehrer wird genauso wie jeder Heiler eigenverantwortlich, wird dann aber leistungsmäßig gemessen und steht in der Rangliste und dadurch werden wir die Scharlatane begrenzen können und die Faulen auch begrenzen können. Und die Idee der Bildungsgutscheine, die läuft ja im Prinzip nur darauf hinaus, was wir sowieso machen. Jeder Lehrer bekommt ja eigentlich dann auch nur noch ein kleines Grundgehalt und dann über die staatliche Berechnung gibt es Verdienstzuschüsse für jeden Lehrer, egal ob es eine private oder eine staatliche Schule ist, es ist egal. Der Lehrer kriegt sein Gehalt im Wesentlichen über die Verdienstzuschüsse und die richten sich nach seiner Leistung, die er für den Staat erbringt. Und das heißt, es darf nicht einfach so sein, von wegen keinen Schulnoten, keine Noten, sondern wenn wir wollen, im Prinzip wollen wir doch, dass die Arbeitgeber sozialfähige, aber auch führungsfähige, soziale Fähigkeiten aufweisende, teamfähige Teamplayer bekommen, die aufgrund ihrer sozialen und ihrer fachlichen Fähigkeiten zusammen den größtmöglichen Nutzen für die Unternehmen und für die anderen Arbeitgeber entfalten können oder selber auch in der Lage sind, Unternehmen und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Ja? Und das können wir messen an der Steuerleistung der Absolventen. Das klingt jetzt anthroposophischen, pädagogischen Leistungsfeinden, natürlich viel zu leistungsorientiert, aber darauf dürfen wir als echte Experten keine Rücksicht nehmen. Wir müssen sagen, wir wollen keine Narrenfreiheit und keine leistungslosen Einkommen für irgendwelche Pädagogen oder anthroposophischen Pädagogen oder Wunderheiler, sondern wir wollen für die Wählerinnen, dass jeder, der das Geld der Wähler verdienen soll, auch Leistung dafür bringen muss. Und die zeigt sich eben darin, dass entweder unsere Kinder Unternehmer werden, wie Mark Zuckerberg, und Arbeitsplätze schaffen, wobei ich da mir wünschen würde, dass sie sich sozusagen da fairer verhalten sollten als so mancher, der sich da entsprechend als Jungunternehmer verhalten hat, ne? Aber dass also unsere Kinder Arbeitsplätze schaffen oder für die Arbeitgeber viele soziale Fähigkeiten, Führung, menschliche Qualitäten und so weiter mitbringen. Und dafür braucht der Lehrer die Freiheit, den Kindern anregende und ihre individuelle Entwicklung fördernde Bedingungen zu schaffen. Aber ich gehe mal konsequent vor. Ich lese jetzt einfach mal vor, damit ich nicht alles durcheinander erzähle. Also, Öffnung, Bildungssystem und Gesundheitswesen selbstverständlich. Verdienstzuschüsse für alle, berechnet danach, wie weit sie den Kindern helfen, voll entwickelte Persönlichkeiten zu werden, eventuell mit in den jungen Jahren so wenig Bildschirm wie möglich, und erst in späteren Jahren in Kontakt zu kommen mit Bildschirmen, weil die ja auch gesundheitlich hoch bedenklich sind. Ich denke an den Experten Professor Manfred Spitzer, ja? Kritik der Smartphones und Ähnliches, ja. Und wir öffnen, dass es völlig egal ist, ob privat oder staatlich, jede Schule bemüht sich um die Lehrer, die in den Ranglisten ganz oben stehen, auch jede Hochschule, ja, alle stehen in einer Rangliste, und zwar der Pädagogenrangliste. Das geht von Kita bis Hochschulprofessor, ja, und Vorsicht mit dieser Leistungsfeindlichkeit, Vorsicht mit der Bedeutung von Leistung, Wettbewerb, Eroberungsbedrohung, auch im Bonobo-Kommunismus, dem matriarchalen, auch bei den matriarchalen Hippie-Kommunen der Bonobos, in deren Kommunismus geht es immer auch um Leistung und Wettbewerb. In dem Falle ist der Wettbewerb, wer schenkt den Frauen und Kindern als Mann mehr und hat deswegen die besten Chancen, der Vater des nächsten Kindes in der Kommune zu werden. Ja, also dieser Wunsch der Pädagogik-Sparte nach leistungslosem Einkommen, der in dem vorteilbringenden Irrtum sich äußert, Leistung, Wettbewerb und so weiter seien schlecht und würden in der Welt ja keine Rolle spielen und könnte man also wegtun einfach, ja. Das ist ein vorteilbringender Irrtum dieser Pädagogensparte. Ja? Ja. So. Und dann haben wir... Also, ich habe mich ja klar genug geäußert. Keine Narrenfreiheit für Pädagogensparten. Wir übernehmen nicht die vorteilbringenden Irrtümer, und jede Partei sollte sofort diese vorteilbringenden Irrtümer, diesen Glauben an die Unsinnigkeit von Leistung und Wettbewerb und Noten und so weiter, das sollte man schleunigst rausschmeißen aus der Partei sozusagen, wenn man überleben oder eine große Volkspartei werden wollte. Und Denn diese Zielrichtung ist ganz eindeutig. Es geht mit diesen vorteilbringenden Irrtümer, würden hinauslaufen, wenn man sie übernehmen würde, auf leistungslose Einkommen für Pädagogensparten und für Wunderheiler und so weiter. Und das darf nicht sein. Also Schluss mit allen Formen der Narrenfreiheiten, sowohl mit der Wissenschaftsfreiheit als Narrenfreiheit für Wissenschaftler und Forscher und so weiter. Und Schluss mit der Narrenfreiheit für Pädagogen. Ja, wir müssen generell Schluss machen mit der Narrenfreiheit. Wir brauchen überall Leistungsranglisten, Transparenz für Wählerinnen, ja, damit sie als Eltern sich die Schule auswählen können, die die leistungsfähigsten Lehrer beschäftigt, laut Ranglistenzahlen sozusagen. Und die dann für ihr Kind das Beste ist, weil ihr Kind individuell, also quasi der Lehrer wird über die Leistungsranglisten, wird er motiviert zum das individuelle Kind fördernden. Ja? Es wird letztendlich dadurch dann auch möglich, dass das Kind sich schneller spezialisiert auf das, was ihm wirklich Freude macht und wo seine berufliche Zukunft liegen kann. Und dann kann es auch sein, dass dieses Kind dann sinnvollerweise auch geprüft wird, dass vielleicht die Schulen dann auch so funktionieren, dass das Kind sich viel früher spezialisieren kann auf seine Lieblingsfächer, die ihn dieses Kind dann auch optimal vorbereiten auf die spätere berufliche Tätigkeit. Und wie gesagt, und die Lehrer können eben auch alles Mögliche sich einfallen lassen, um die sozialen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern und zu stärken. Aber es geht eben darum, faires soziales Verhalten zu erzeugen, und dennoch nicht Leistung und Wettbewerb und Fähigkeiten wegzuleugnen und einen unrealistischen Zug reinzubringen. Ja? Wir als Naturwissenschaftler als naturwissenschaftliche Denker mussten feststellen, dass überall in der Evolution, es gibt keinen leistungsfreien Raum in der Evolution. Also es gibt für Menschen keinen leistungsfreien Raum, noch nicht mal im Bonobo-Kommunismus, und den gab es noch nicht mal im urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Kommunismus. Ja, also. Die Arbeitsplatzschaffenden, ja, das habe ich ja schon erwähnt, dass die beschimpft werden als leistungslose Einkommensbezieher, aber im Moment ist WIR 2020 EU auf dem Kurs, weiterzumachen mit den leistungslosen Einkommen für Pädagogensparten und Heilersparten. Das ist der falsche Weg. Wir müssen überall aufhören mit diesen leistungslosen Einkommen und müssen auch anerkennen, dass Unternehmerfamilien, die ganz viele Arbeitsplätze schaffen, das sind keine Bezieher von leistungslosen Einkommen, sondern die haben eine enorme Leistung für die Gesellschaft gebracht. Und die dürfen wir nicht diffamieren, sondern deren Leistung müssen wir würdigen. Die Diffamierung ist die typische Sache von marxistoiden NGOs, die eben auch bei WIR 2020 einen viel zu großen Einfluss offensichtlich haben. Ne? Und auch bei die Basis einen zu großen Einfluss haben. So, jetzt muss ich mal hier suchen, wie es weitergeht. So, hier geht es jetzt weiter. Ich fange mal jetzt ganz vorne an. Ich lese mal einfach vor. Ja, wir haben heute gesprochen mit dem Management von Riso. Der hat ja diesen Riesenerfolg gehabt mit 18 Millionen Klicks. Die Zerstörung der CDU. Wir haben ihm vorgeschlagen, vielleicht eine reißerische Sendung, dem Management vorgeschlagen, die endgültige Zerstörung der CDU, indem wir dann so über so Dinge sprechen, ja über solche Dinge wie ja Die CDU gehört zu den Altparteien, die alle in einer Illusion leben, die meisten jedenfalls, nicht alle, aber auch die CDU besonders. Es gebe in der sozialen Marktwirtschaft nur den kooperativen Anteil. Es gebe also nicht eine wild gewordene Impf- und Pharmaindustrie, die versucht, Profite auf Kosten der Gesellschaft zu machen. Das gibt es gar nicht. Ja, weil das in dem Bewusstsein der CDU ist leider die soziale Marktwirtschaft ein Engel, obwohl sie in Wirklichkeit ein Bengel ist, nämlich das teuflischste Wirtschaftssystem aller Zeiten, weil es nur ein Tarnkappenraubtierkapitalismus ist, ein bösartiger, patriarchaler Raubtierkapitalismus ist, Raubtier- und Heuschreckenkapitalismus ist, und aber die CDU in dem naiven Weltbild befangen ist. Und das liegt daran, da der Mainstream ständig Geld von den Großkonzernen erhält, Parteispenden, Jobs in der Industrie, vor und nach der Politik, Vortragsaufträge, hochdotierte Vortragsaufträge an Politiker aus den Konzernen heraus und so weiter. Also da der Mainstream ständig Geld von den Großkonzernen erhält, ja, Werbespots in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, die selbstverständlich werbefrei sein sollten, aber noch nicht sind, ja, und so weiter, ja. Also dadurch entsteht eine neue Evolutionsrichtung, nämlich, und die kann man zusammenfassen, es gibt keinen antikooperativen Anteil. Es gibt das Manipulative, das Antikooperative, das Manipulative, das Schmarotzerische gibt es gar nicht, sondern die soziale Marktwirtschaft sorgt dafür, dass es nur den kooperativen Anteil gibt. Alle sind Engel. Und das ist der große Irrtum. Und die große naturwissenschaftliche Entdeckung der Next Scientists for Future.de ist ja, es gibt einen riesigen antikooperativen Anteil. Jede Sparte hier, die in der sozialen Marktwirtschaft, breiten sich die vorteilbringenden Irrtümer aus und sorgen dafür, dass es sozusagen, dass jede Sparte einen Krieg gegen den Rest der Gesellschaft führt, einen räuberischen Feldzug mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, einen manipulativen Feldzug und Krieg gegen den Rest der Gesellschaft führt. Und das macht jede Sparte so, ja? Und besonders die NGO-Sparte, die Sozialsparten, die Impf- und Pharmasparten, die Pädagogiksparten, die Sparte Innere Sicherheit, alle führen sie ihren Krieg gegen die Wählerinnen. Ja? Und das muss doch aufhören. Ja? Das muss aufhören. Und deswegen das ist eben die endgültige Zerstörung der CDU, dass sie nicht erkennt, hoppla, es gibt diesen riesigen antikooperativen Anteil, wir müssen alles reformieren, wir müssen die soziale Marktwirtschaft beenden. Die soziale Marktwirtschaft ist nicht die Lösung, sondern sie ist das Problem. Ja? Und das ist ja naturwissenschaftlich mittlerweile völlig klar. Hm? Ja, und dann nächster Gedanke, die Meere machen wir sauber. Wir haben gestern über das Saubermachen der Luftmeere gesprochen, und die Meere machen wir sauber durch Eigentumsaufteilung. Ja, wir greifen da also einen umstrittenen Experten auf, den wir deswegen auch gar nicht nennen, sondern nur seinen Vorschlag aufgreifen, der gut ist, nämlich: Die Meere müssen, die gesamte Weltkarte aller Meere muss aufgeteilt werden auf alle Staaten der Erde. Und das ist dann deren Eigentum, und dadurch haben die dann ein Interesse daran, dass da keiner mehr Müll reinschmeißt oder Gifte, und dann werden die wie die Schießhunde mit mit Wasserschutzpolizeien sozusagen, werden die jeden Umweltsünder enttarnen und bestrafen und so weiter. Und dann kriegen wir saubere Meere und saubere Fische, falls jemand wie, also wir wissen ja eben immer noch nicht, ob veganes Essen plus ein bisschen Fisch und vielleicht ab und zu mal ein Ei vielleicht sogar gesünder ist als reines veganes, aber wir bleiben mal offen dafür und dann hätten wir dann auch sauberen Fisch und saubere Meere. Ja? Also alle Meere, jedes Stückchen der weltweiten Meere muss in Privatbesitz von Staaten gehen und die müssen dann mit ihren Wasserschutzpolizeien wie die Schießhunde für die Sauberkeit ihrer Meere sorgen, ihres Meeresteiles sorgen. Ne? Ja. Die Arbeit der Parteien der Zukunft besteht einzig daraus, alle sich unterscheidenden Reformkonzepte in Volksentscheiden aufzulisten, ohne Quellennennung. Also die Talkshows Demokratie pur, freie Argumente-Plattformen, die Vorwahlen Mini-Volksentscheide, die beide ja gleichartig ablaufen, führen dazu, dass ständig neue Experten bekannt werden und dann versuchen die Parteien, die für sich zu gewinnen, deren Expertenvorschläge in ihre Volksentscheide aufzulisten oder direkt umzusetzen und so weiter. Und so werden Parteien und Politiker eigentlich für Leute, die idealerweise selbst gewisse Expertenfähigkeiten haben, aber idealerweise besonders die Fähigkeit haben, Experten zu sich zu rufen und zu berücksichtigen und zu benennen und in diese Volksentscheidswahlprogramme reinzutun und so weiter. Und die Parteien sind dann die Instanz, die auch die nicht öffentlichen Anhörungen verleumdeter Experten durchführt, denn jeder Experte muss gehört werden, auch wenn er verleumdet wird als linksradikal oder als rechtslastig oder sonst wie. Auf jeden Fall muss jeder Experte gehört werden. Das kann man ja in nicht öffentlichen Anhörungen machen und kann dann sozusagen ohne Benennung der Quelle auch dann mal Reformvorschläge, soweit sie wirklich interessant und neu sind, in diese Volksentscheidswahlprogramme hineinschreiben. Dem widmen wir uns ja gleich. Ja? Bei der öffentlichen Diskussion der Volksentscheide diskutieren natürlich Experten wie die Next Scientists for Future immer mit. Ja. Man muss gucken, diejenigen, die vielleicht als rechtslastig diskriminiert werden oder verleumdet werden, da ist das sicherlich ein bisschen schwierig, die dann mitdiskutieren zu lassen, aber deren Ideen sind jedenfalls mit dabei dann, ja? Denn alle Ideen müssen auf den Tisch, das lehrt ja die FRAG-Partei, die Freie Argumente-Kulturpartei, die sagen, nein, es müssen alle Argumente auf den Tisch und unabhängig davon, wer wie verleumdet worden ist und so weiter, ne? So, Wissenschaftler treten in Demokratie pur auf. Ich habe ja gestern angedeutet, dass wir eigentlich einsparen wollen. Ja, einsparen ist ja immer, einsparen bedeutet, Sie, liebe Wählerinnen, kriegen mehr Geld in den Geldbeutel, weil einfach vieles eingespart ist. Und wir leisten uns zwei getrennte Sparten, die ihnen ja eigentlich nützliche Wahrheiten liefern sollen. Das ist einmal die Wissenschaftlersparte, also die Forscher und Wissenschaftlersparte, also die Forschung. Die sollen ja quasi durch die Welt wandern und ihnen Wahrheiten, nützliche Wahrheiten über die Welt liefern. Und die Journalisten sollen doch aber eigentlich das Gleiche tun. Die sollen doch auch durch die Welt wandern und ihnen nützliche Wahrheiten liefern. Und nicht nur irgendwelche nutzlosen Nachrichten darüber, was weiß ich, dass mal wieder in Hinterchina einer den anderen totgeschlagen hat. Das ist doch nicht nützlich. Also insofern werden sich Journalismus und Wissenschaft treffen in dem Wort Wissenschaftsjournalismus. Und es werden nur noch nützliche Wahrheiten auch von Journalisten berichtet werden und nicht solche Ablenkungen wie in Hinterchina hat der eine den anderen totgeschlagen. Das ist doch für die deutschen Wählerinnen nicht nützlich. Das ist doch keine nützliche Information. Was sollen die daraus lernen? Ne? Wie soll da mehr Geld in den Geldbeutel der Wählerinnen bekommen, wenn bisher, wenn über einen Totschlag in Hinterchina berichtet wird? Das bringt doch den Wählerinnen gar nichts. Ja? Und insofern werden die sich unheimlich angleichen und wir werden am Ende eine Sparte haben, nämlich Wissenschaftsjournalismus. Alles wird sich zurückführen auf die Einheit von Wissenschaft und Journalismus und das können wir ja dann Wissenschaftsjournalismus nennen und das ist dann eine Einheit. Und deswegen treten natürlich dann auch die Wissenschaftler, die wirklich was Neues gefunden haben, was nützlich ist für uns alle, in den Demokratie-Pur-Talkshows auf und in den Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden und so weiter und dadurch. Sie merken es, wir haben sowas wie ein innerstaatliches, ja, es gibt ja in der Wirtschaft das Konzept eines innerbetrieblichen Vorschlagswesens. Und wir gestalten den gesamten Staat um, sodass er ein einziges innerstaatliches Vorschlagswesen wird, während wir im Moment quasi ein System haben, das heißt, unterdrücke alle guten Experten, damit niemand merkt, dass wir Parteien noch nicht kompetent genug sind und eigentlich gar nicht die besten Experten hören, sondern eigentlich Konzernexperten hören und nur bestimmte Sparten hören, aber nicht die Wahrheiten hören. Ne? Und deswegen, wir brauchen einen Staat, der offen ist für alle echten Experten und nicht nur für vorteilbringende Irrtümer von bestimmten Sparten. Ja? Ja, dadurch kommt es zu neuen Lösungen. Also der Wissenschaftsjournalismus der Zukunft bringt uns also überall neue Lösungen, neue Reformen. Ja? Die Parteien, die die besseren Experten an ihrer Seite haben, werden zukünftig gewählt werden. Jede Partei stellt Volksentscheide als Wahlprogramme her. Und damit sind wir beim letzten Thema für heute, last but not least. Also das ist beim wichtigsten Thema wieder zurück nach all diesen Achskursen, nämlich bei unserem Volksentscheid. Wahlprogramm Volksentscheid, wo ist er? Hier ist er. Also heute mal die linke Seite. Also nochmal zur Erinnerung, immer so, Beispiel ist so circa 5 sich unterscheidende Reformkonzepte nebeneinander stellen und darüber in den Volksentscheiden die Wähler entscheiden lassen. Nach etwa 3 Monaten öffentlicher Diskussion in allen sozusagen Talkshows, wo immer alle Seiten die gleiche Redezeit bekommen müssen und nicht einseitig vorgegangen wird. Ja, das habe ich ja alles schon geschildert von wegen Medienreform. Heute bleiben wir mal hier auf der linken Seite und diese hatten wir, glaube ich, schon alle behandelt. Das hatten wir in den vorherigen Sendungen behandelt, alles. Kinderkrippen, ich glaube, das hatten wir auch schon alles. Ökologische Landwirtschaft hatten wir auch. Ja, neu ist also nur hier Wirtschaft, Handel, Mittelstand. Da hat man versucht, den Vorschlag vom Weltrat, ja, nochmal der Hinweis, diese Betitelung, dass das hier die Quelle, dies muss gestrichen werden, weil, wie gesagt, ich habe es ja angedeutet, wenn irgendwelche rechtslastigen Quellen sind, man sollte immer den Vorschlag in den Volksentscheid reinschreiben, unabhängig von der Quelle. In den Medien, in den Talkshows können ja die Experten ihren Vorschlag dann auch vertreten. Bei eher als rechtslastig verleumdeten Experten ist das ja nicht empfehlenswert, dass dann diese Experten sich vielleicht ihrem eigenen Vorschlag Schaden zufügen, indem sie dann auch den vertreten in den Medien. Na gut, das muss man sehen, wie man das dann macht. Aber auf jeden Fall hier hat das jetzt das Mitglied von WIR2020 EU zusammengefasst. Und wie gesagt, wir streichen uns im Geiste, wir machen das einfach so, wir streichen das weg, indem wir das hochziehen. Ja, jetzt sind die Vorschläge ohne Quellenangabe, so sollte es sein, ja. Vorschlag 1. Die Konzerne werden nur noch belohnt für die nachweisliche Steigerung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit bei ihren Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern, nicht mehr für das Beeinflussen der Politik, zum Beispiel über Lobbyismus. Ja? Das heißt, es gibt Verdienstzuschüsse nur noch für Steigerung meiner Wohlfühlstimme, Verbesserung meines Wohlfühlens, dadurch gebe ich dann automatisch eine bessere Wohlfühlstimme ab, meiner Gesundheit, da werden meine Gesundheitsdaten besser und meine Langlebigkeitsdaten fließen mit ein. Und dadurch werden die Konzerne gar nicht mehr interessiert an der Beeinflussung der Politik, weil sie dadurch kein Geld mehr gewinnen können. Sie können nichts mehr gewinnen. Ihr einziges Arbeitsziel wird sein, dass steigere das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit bei den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Für die bist du verantwortlich. Als Konzern. So, und dann kriegen wir eine ideale Welt. Ja? So, zweiter Vorschlag. Hoffentlich unterscheidet er sich genug von dem ersten, denn es sollen ja immer nur sich unterscheidende Vorschläge aufgelistet werden. Wirtschaft soll den Menschen, das heißt dem Wohl der Allgemeinheit, dienen. Ein Wirtschaftssystem, das auf die Vermehrung des persönlichen Gewinns aufgebaut ist, hat heute keine Zukunftsperspektiven mehr. Der erste Satz könnte man streichen, weil er sich nicht unterscheidet vom Ansatz, dem gemeinwohlorientierten Ansatz hier links. Denn der läuft ja darauf hinaus, dass Wirtschaft eben nicht mehr den Konzernen dient, sondern den Menschen, also die Wirtschaft den Menschen dient und nicht umgedreht. Ja, also das ist klar. Und dem Allgemeinwohl dienen soll, also das ist ja klar, denn dieser Ansatz hier ist ja ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftsordnungssystem. Ja. Den könnte man also streichen, weil er ja, da sind sich ja alle einig, alle vernünftigen Leute einig. Aber der nächste Satz ist schon ein Problem. Ein Wirtschaftssystem, das auf die Vermehrung des persönlichen Gewinns aufgebaut ist, hat heute keine Zukunftsperspektive mehr. Den Satz muss man drin lassen, weil der unterscheidet sich von diesem Ansatz. Denn hier ist ja quasi persönlicher Gewinn wird verwendet, um die Gemeinnützigkeit zu erzwingen. Die Verdienstzuschüsse und damit die persönlichen Gewinninteressen werden genutzt, um eine dem Wohle der Allgemeinheit dienende Wirtschaft zu erzwingen. Deswegen ist das ein gewinnfeindliches Konzept, ist ein anderes Konzept und passt deswegen sehr gut in den Volksentscheid, weil das ist der Unterschied. Die sagen, wir sind nicht gewinnfeindlich, sondern wir müssen das Ganze nur so lenken und gestalten, dass die Gewinnorientierung des einzelnen Unternehmens zur Gemeinschaftsdienlichkeit führt, was bis jetzt nicht der Fall war. Ja, weil es eben bis jetzt riesige antikooperative Anteile gibt. Und dadurch verschwindet dann der antikooperative Anteil, ja, verschwindet nach und nach und der kooperative Anteil bleibt als einziger übrig. Ja, und das ist der richtige Weg und hier, das ist ein alternativer Weg. Also ich kann dem nichts abgewinnen, dieser Gewinnfeindlichkeit kann ich nichts abgewinnen. Na gut. Es führt zur Zerstörung des sozialen Zusammenhalts und der natürlichen Lebensgrundlagen. Ja, aber da ist wieder so, da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, finde ich. Da kommt wieder diese Leistungsfeindlichkeit der Pädagogiksparten zum Ausdruck. Ja? Dieses bloß keine Leistung, bloß kein Wettbewerb, bloß keine Schulnoten und so weiter. Und damit es am Ende auch auf leistungslose Einkommen für Pädagogen hinausläuft. Nein. Wir wollen weder leistungslose Einkommen für Pädagogen noch leistungslose Einkommen für die Wirtschaft und wir wollen auch nicht den NGOs folgen und einen Fetischismus, einen Naturfetischismus, einen Umweltfetischismus, einen Tierschutzfetischismus betreiben, wie es gern die NGOs wollen, weil sie da mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, ja, mit diesen fetischistischen vorteilbringenden Irrtümern erzielen ja bisher die NGOs ihre erbettelten Spendeneinnahmen, die am Ende zu großzügigen Gehältern für die Geschäftsführer der NGOs sorgen. Damit muss ja Schluss sein, habe ich ja deutlich genug gemacht. Aber hier sieht man, dass hier dieses Konzept ist, da sind lauter vorteilbringende Irrtümer von Pädagogensparten, NGO-Sparten mit spürbar, also ich kann, aber das muss drinstehen, weil das ist alternativ, das ist anders als hier. Da ist ein Unterschied, also muss es in den Volksentscheid rein, aber wir dürfen es kritisieren als einen vorteilbringenden Irrtum. Da ist zu viel Leistungsfeindlichkeit, zu viel Gewinnfeindlichkeit, zu viel Wettbewerbsfeindlichkeit und so dabei. Und dahinter steckt, dass die Pädagogiksparte gern weiterhin leistungslose Einkommen beziehen möchte. Ne? Und das müssen wir kritisieren. Ne? Wir fordern eine steuerliche Begünstigung von Unternehmen, die sich nach Gemeinwohlkriterien zertifizieren lassen. Das ist also reine Gemeinwohlökonomie und ist ein anderer Ansatz. Das heißt, diese beiden gemeinwohlökonomischen Ansätze unterscheiden sich voneinander. Deswegen ist es gut, dass sie drinstehen, ja? Weil das sind Wahlalternativen. Wir finden dieses schwammige Zertifizieren durch irgendwelche Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen ist uns zu schwammig. Da sind uns so knallharte Daten wie Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten lieber. Das sind harte Daten. Damit werden alle Teile der Wirtschaft gezwungen in den Dienst von Ihnen, liebe Wählerinnen. Und das ist konkreter, aber es ist richtig, das hier aufzulisten, weil es ist unterschiedlich. Ja? Schauen wir uns mal hier an, was hier noch steht. Wirtschaft dient den Menschen. Wir machen das wieder so, dass da oben wieder deutlich wird, dass in die Volksentscheide die Vorschläge rein sollen, ohne die Nennung der Experten. Ne? Wirtschaft dient den Menschen, nicht umgekehrt. Sie darf weder die Menschen noch die natürlichen Lebensgrundlagen ausbeuten und zerstören. Ja, dieses NGO-mäßige, ich betone nochmal, Umweltschutz so viel wie Ihnen, liebe Wählerinnen, dient. Sozusagen Umweltschutz, Tierschutz, der sich nicht in einer Verbesserung ihres Wohlfühlens, ihrer Gesundheit und ihrer Langlebigkeit niederschlägt, ist nicht im Sinne von Ihnen als Wählerinnen. Und dieses Übertriebene der NGOs, also sozusagen dieser Fetischismus aus Umwelt, Tieren, aus der Natur, die Natur und so weiter, überall Fetische draus zu machen, damit man am Ende mehr Spendengelder kassieren kann. Das befürworten wir nicht. Also, aber das ist richtig, dass das hier drin steht. Das ist also sozusagen ein NGO-Ansatz. Und der muss drinstehen, weil das ist eine Alternative. Das ist anders als das. Ja, das unterscheidet sich. Ja, sie darf weder die Menschen noch die natürlichen Lebensgrundlagen ausbeuten. Da hören wir das Marxistoide mancher NGOs wieder raus. Ja, hier wird von Ausbeutung der Menschen gesprochen und so weiter. Das klingt wieder sehr marxistoid. Ja, also da wird wieder derjenige beschimpft, der Arbeitsplätze für die Menschen schafft, ja, die nicht in der Lage sind, selbst Unternehmen zu begründen, weil sie dafür nicht kompetent genug sind. Die werden beleidigt wieder als Ausbeuter. Ne? Da haben wir das Marxistoide. Aber das ist eine Alternative, das muss rein in einen solchen Volksentscheid. Ja? Wir setzen uns, aber in den Talkshows werden die Next Scientists for Future das aufs Schärfste kritisieren, weil das ist Propaganda und keine wirkliche Reformkompetenz. Ja? Das sind Sparten, vorteilbringende Irrtümer von Sparten. Ja? Wir setzen uns daher für solidarisches und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften und für fairen Handel ein. Ja, liebe Wählerinnen, Nachtigall, ich höre die Trapsen, was interessiert Sie ein fairer Handel? Das bedeutet nämlich, dass Sie überhöhte Preise zahlen müssen. Und zwar keine marktgerechten Preise, sondern überhöhte Preise, weil irgendwie eine NGO sozusagen dafür plädiert, dass Ihre NGO bitte viele Spenden bekommen möge, die also auf fairen Handel drängt, sodass also sozusagen dann Sie als Wählerin am Ende nicht marktgerechte Preise zahlen, nicht weltmarktgerechte Preise, sondern dass die dafür sorgen, dass in der dritten Welt irgendwelche Leute, irgendwelche Produzenten überhöhte Gehälter bekommen auf ihre Kosten. Wollen Sie das wirklich, liebe Wählerinnen? Ja, also Sie merken, so würden wir diesen Ansatz kritisieren. Aber es ist gut, dass er da steht, denn er ist eine Wahlalternative. Ja, der ist eine echte Alternative. Wenn auch aus unserer Sicht eine schlechte Alternative. Das Wirtschaftsleben beruht auf individueller Initiative und Interessenausgleich. Ja, es darf deshalb nicht vom Staat gelenkt werden und muss auf gegenseitigen Absprachen der Wirtschaftsteilnehmer und auf freier Preisbildung beruhen. Ja, das ist aber ein halber Widerspruch, ja. Aber gut, dass es drin steht. Das ist, man sollte es als Einzelpunkte behandeln. Schluck Wasser. Gut, dass es drin steht, aber es ist falsch. Das Wirtschaftsleben muss vom Staat gelenkt werden durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wohlstandsdaten und ähnliche Daten oder durch solche allgemeinen und speziellen Messgrößen, weil sonst eben, wenn wir es dann doch wieder der individuellen Initiative ganz allein überlassen lassen und gegenseitigen Absprachen der Wirtschaftsteilnehmer, wenn wir also am Ende doch wieder durch die Hintertür den wild gewordenen freien Markt völlig frei herrschen lassen, dann kriegen wir auch wieder alle Schädigungen, nämlich dann kriegen wir wieder diesen riesigen antikooperativen Anteil. Also, ja, so viel Markt wie möglich ist, aber unter den Bedingungen staatlicher, gesunder, planwirtschaftlicher, sachlicher Lenkung, also wir brauchen ein kleines, gesundes, staatswirtschaftliches planwirtschaftliches Lenkungsdach und darüber dann Leistungsranglisten, freien Markt, freien Wettbewerb, aber dann, wenn der Markt und der Wettbewerb menschenfreundliche Lenkrichtung bekommen haben. Und nicht wieder durch die Hintertür den wild gewordenen freien Markt einführen. Das ist gefährlich. Ja? So, jetzt kommt hier das nächste Kapitel, Politik, national und international. Ich mache wieder die Namen der Experten weg und wir betrachten nur die Vorschläge an sich. Nicht Ach so, das hatten wir doch schon. Ja, das hatten wir schon. Und jetzt kommt der nächste hier. Nee, das war's schon. Ja, dann war's das endlich mit dieser Sendung für heute. Jetzt mache ich noch den Ausstieg. Wir gehen wieder zurück auf die Talkshow. Wir beenden die Präsentation. Dann kommen die ganzen, dann sehen Sie wieder hier die Talkshow-Gäste. Dann kann ich mich auch noch aus der gesamten Produktion und Sendung und Talkshow ausklinken. Und damit sind wir wieder im Ausgangszustand. Das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.